Yeah! Woohoo! Gewonnen, Bitches! Gewonnen! Yeah! Yeah! Das ganze Rathaus ist eine einzige Festung. Wie kann Cartman das machen? Er kann machen, was er will. Er ist Bürgermeister. Seht, am Fenster! Fickt euch, Leute! Ich werde total viele Gesetze erlassen und euch total in den Arsch ficken. Oh nein! Vorbei, das war's. Aber das darf's nicht gewesen sein! Das war's, Kyle. Dank Wunderarsch ist Cartman Bürgermeister und keiner kann uns mehr retten. Neuer! Neuer, kommen! Wer ist das? Das ist bestimmt Morgan Freeman. Neuer? Es gab eine Zeitverschiebungsanomalie. Ich vermute, sie kam aus deinem Arsch. Komm zum Taco-Laden. Wir müssen das beheben. Ihr habt's gehört. Alle Freedom Pals kommen sofort zu Freemans Tacos. Asservatenkammerparty, wenn der Selbstjustizler einsetzt. Haben wir Spaß, Süßi? Komm, find's raus. Wohin des Wegs? Renn lieber schnell. Bis denn. Chaos lässt die Muskeln spielen. Was ist du, Spatz? Kommt es dir manchmal so vor, als ob du blindlings von A nach B läufst, ohne wirklich zu wissen, warum? Ein Mensch ohne Glauben ist genau wie eine Nutte ohne ein Freier. Geh zum Stark's Pond, finde deine Religion. Morgan Freeman hilft uns, Cartman aufzuhalten. Wie sollen wir ihn jetzt noch aufhalten? Er ist schon gewählt worden. Wunderarsch ist schuld. Er hat uns durch die Zeit gefurzt. Oh ja? Deine Fürze beschleunigen irgendwie die Zeit. Wir müssen irgendwie zurückgehen und verhindern, dass Mitch Connor an die Macht kommt. Das ist der siebenschichtige Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme. Das letzte Mal, als den jemand gegessen hat, furzte er so, dass sich ein Wurmloch bildete, durch das er in der Zeit reisen konnte. So, ich muss dich warnen, Freund. Sobald du den siebenschichtigen Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme isst, gibt es kein Zurück mehr. Sieh zu, dass du alles hast, was du brauchst, bevor du reinbeißt. Hast du verstanden? Du bist also bereit für den siebenschichtigen Quesarito Chipotle Beefy Nacho Supreme? Jetzt musst du dich in die Zeit zurückfurzen, als Mitch Connor noch nicht im Amt war. Du schaffst das. Du musst nur fest an dich glauben. Oh, Scheiße! Neuer? Es funktioniert nicht. Glaubst du auch wirklich an dich? Oh nein, du hast nicht an dich geglaubt! Du hast nicht an dich geglaubt! Frohe Weihnachten! Fröhliche Weihnachten allerseits! Es ist Weihnachten, saufen wir uns zu! Was zur Hölle? Zu spät. Wir sind in der Zukunft gelandet. Jetzt ist Cartman schon im Amt. Bring uns zurück, bevor das alles passiert ist. Es klappt nicht. Vielleicht hat er sich den Arsch aufgerissen. Das wäre rektakulär, scheiße. Toolchat hat recht. Er muss schnell zu einem Arzt. Vorsicht, Wunderarsch. South Park ist echt unheimlich an Weihnachten. Oh, hey Jungs, frohe Weihnachten, okay?
Ich bin sowas von am Arsch. Ich fühle mich, als wäre das ganze Jahr Weihnachten gewesen. Was tun die in diesen Drinks? Mr. Mackey, da ist Katzenpisse drin. Hören Sie auf zu trinken. Oh, aber es ist Weihnachten, Jungs. Da ist doch gegen einen kleinen Schluck nichts einzu... Oh Gott, die schon wieder! Keine Angst, Leute. Wir sind nur hier zur Feier der Ankunft unseres Herrn. Frohe Weihnachten euch allen. Hey, das ist Justiz, der die Bürgermeisterin meinte. Bringen wir ihn um, dann gewinnen wir was. Yeah! Yeah! Kampfmodus aktiviert. Mein Weihnachtsgeschenk für dich. Okay, welches Arschloch hat Santa vom Himmel runtergerufen? Jetzt sind meine Rentiere tot! Ho, 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 ja! Seht mal, der Weihnachtsmann! Der Weihnachtsmann? Ja, fressen wir sein Fleisch! Heil Satan! Oh, ihr beschissenen Waldbewohner wieder? Santa prügelt die Scheiße aus euch ab! Oh Mist, wir hatten nicht erwartet, dass der Weihnachtsmann auftaucht. Was sollen wir jetzt tun? Wir haben ein kleines Problemchen, Hasi. Sei nicht traurig, Baby. Ich kann mich selbst opfern. Hurra! Santa, reiß dir den Arsch kreuzweis auf! Hurra! Ja, versuch das doch mal, wenn wir eure Augen gefressen haben. Hier kommt Waschbärli. Wonder Tweak! Mir geht's nicht so toll. Lasst unseren Biber in Ruhe! Geil, von der Arsch! Wunderarsch, reiß normal mehr Arsch auf! Mal sehen, ob deine Milch schön salzig ist. Oh. Heiß! Das ist wieder natürlich! Macht sich dieser Körper nicht ganz spitz? Es ist so toll, wenn wir alle zusammenhalten. Lass das dann heilende Flammen über dich streiten. Jetzt fühle ich mich bestens, ganz ehrlich. Los geht's! Oh, härter Meister, schlag mich härter. Tupperdose aktivieren.
dich für Satan reinhängen. So viel Druck! Ich mit dir das! Das stand nicht auf dem Wunschzettel! Ja! Weine nicht um deine Feinde. Sie sind echte Arschlöcher. Ist Höllenfeuer nicht toll? Bibelhirschzecken. Wow, Hirschi, schön geheizt. Danke, Freunde. Stellt ein anderes satanistisches Ritual, ihr blöden Rotzlöffel. Der braune Körper des Menschen wäre der perfekte Bau. Dieses Schmuckzeug ist echt doof. Preist den dunklen Fürst. Schluck Lebensenergie, Kumpel. Das war super, danke. Ich bin wieder munter wie ein Rehkitz. Ich mische jetzt auf. Das wird dir helfen. Craig hätte das sicher auch gemacht. Ich werde dich bestrafen. Gleich noch stiller. Oh, 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 oh. Los, Hundearsch! Heil Satan, ich bin dran. Einen tollen Zauber hast du da, Hirschi. Danke, Freunde. Au! Oh Mist, ich kann gerade einfach nicht klar denken. Ich hoffe, ihr Kinder seid nicht zart beseitet. Gleich wird's heftig. Nimm das! Ihr werdet dein Gehirn fressen und dein Wissen erlangen bald, Freund. Ihr werdet einen Wirbelwind ernten. Ich leg dich auf Eis. Was? Wie konntest du mir so etwas antun, bevor ich es dir antun konnte? Frohe Weihnachten! Zeig's ihnen! Wenn Kinder töten falsch ist, möchte ich nicht... Siegen! Oh, ich sollte vorsichtiger sein!
Gebrauch davon. Hier kommt Tupperdose. Können wir nicht Freunde sein mit Satan? Für Liebe und Gerechtigkeit, Wonder Tweak! Das Blut brauche ich noch. Vektoren berechnet. Angriffssequenz beginnt. Teamwork Super Pearls. Danke für die Hilfe, Santa. Keine Ursache, Kinder. Aber was läuft hier eigentlich für eine verfickte Scheiße? Tut uns leid, wir versuchen in der Zeit zurückzureisen, aber Wunderarsch hat ein eingerissenes Arschloch, also muss er in die Abtreibungsklinik. Ah, verstehe. Okay, dann lasst mal deinen Arsch zusammenflicken. Mit den besoffenen Flachwichsern wird Santa schon fertig. Zur Abtreibungsklinik. Sina! Sina, es tut mir leid! Hey, weg da, Kinder! Wir haben viele Abtreibungen heute. Es ist Weihnachten. Wir brauchen dringend einen Arzt für seinen Arsch! Lass mich raten, weil sein Arsch ein Loch hat. Nein! Bitte, Sie müssen uns zuhören! Das hier sollte alles gar nicht passieren! Wir müssen ihn aufhalten. Und wir wissen wie. Mitch Connor? Der Wichser ist daran schuld, dass diese Stadt heute so ein Drecksloch ist. Wir können das wieder ändern. Bitte, untersuchen Sie nur seinen Arsch! Ja, er ist tatsächlich gerissen. Können Sie es flicken? Ich habe ihn geschient und den Schließmuskel mit einer kleinen Schlinge entlastet. Versuch's, Neuer. Bring uns zurück. Du schaffst das, Wunderarsch! Du kriegst das hin! Heilige Scheiße! Schätzchen, deine Freunde sind hier und sie wollen mit dir spielen. Wir sollten froh sein, dass er hier schon so schnell Freunde gefunden hat. Wir sind hier untergetaucht. Da machen neue Freunde nur Probleme. Du bist ja paranoid. Hör auf mit dem Scheißzeug. Es verändert dich. Oh, dieses Scheißzeug ist aber das Einzige, was das unerträgliche Scheißdasein mit dir erträglich macht. Oh, hallo mein Schatz. Ich hab dich gar nicht gesehen. Deine Freunde sind unten, Spätzchen. Los, geh spielen. Ja. Die Heiden versuchen, Castel Cooper einzunehmen. Du musst kämpfen, Herr. Wir brauchen dich. Wer ist das? Hey, wir spielen hier nicht Superhelden, Hirni. Jetzt komm schon. Gib ihnen saures König. Ich...